Pussy Power Synchro. Deine alten Songs haben ziemlich derbe Texte. Wie reagierst du, wenn Kinder in deinem Publikum sind? Wenn ich so viele Rotznasen da in der ersten Reihe sehe, dann könnte ich euch mal kotzen, ja, weil ich nicht Igge sein kann, verstehst du? Ja, die checken nicht mal Arsch und Loch, ja, deswegen muss ich da gar nicht aufpassen da, ja. Wenn ich da zu viele Zahnspangen da in der ersten Reihe sehe, da fühle ich mich wie im Knast, ja, und deswegen bin ich mal ein bisschen vulgärer, horizontal, vertikal und sag mal schon mal das eine oder andere zu den Wichsern, Pissern. Ja. Wie viel Geld hast du in deine aktuelle Tour investiert? Ja, ich habe nichts, gar kein Geld eigentlich irgendwie investiert, ja, ich habe investieren, so gesehen, in Menschen, ja, ich habe Flüchtlinge, ich habe Penner, ich habe Omas von alten Opas soweit, ja, die habe ich alle auf meine Tour mitgenommen und die bauen für mich das ganze Zelt auf, ich habe da gar kein Problem damit, weißt du, und ich habe sogar so alles mit Eierkartons verklebt, ja, damit man den Schall, damit der Nachbar mich nicht hört, weißt du, und das läuft richtig gut soweit, ja, da sind wir alle voll crazy da auf der Bühne, auf dem Karton meine ich, und gehen da voll ab wie Schnitzel und das, also ich denke mal 8,50 oder so hat es vielleicht gekostet, so. Ja, kein Problem, aber das war echt, die Investition war es wert. Ja. Also ich bin echt zufrieden mit den Investitionskosten, so. Kann man da nichts sagen, ja. Und ich wäre nicht Sido, wenn ich nicht Sido wäre, ja, und so einen Scheiß einfach wiedergeben würde, ja. Und von dem her, also wirklich, meine Fans sind echt. Wie hast du überhaupt Bushido abgezogen? Also ich habe den gar nicht abgezogen. Ich habe den nicht abgezogen, ja. Ich habe den richtig saftig abgebaut. Bangt, Alter, habe ich den, ja, richtig rasiert von hinten bis vorne, ja. Der hat mir mal beim Mickey Mouse Heft am Kiosk an der Straßenecke von der Kölne, von Berlin, hat er mir dementsprechend da das Heft nur gegeben, aber die Überraschung war weg. Ja, die Überraschung war weg, er hat sie einfach weggenommen, ja. Und von dem Tag, Anfang an, habe ich den auf dem Kicker gehabt, ne. Und der hatte ich keinen Bock mehr auf den, ja. Und dann kam er mit seinen Araber-Freunden und so, und das war mir zu viel, das war mir zu viel Stress, ja. Da habe ich mir wieder ein paar Joints gebaut, ja, Digga, und dann habe ich eine richtig Bombe abgezogen, ja. Ja, 50.000. Nimmst du deine Familie mit auf die Tour? Ich nehme alle mit auf Tour, soweit. Mein Hamster ist dabei, mein Goldfisch, ja, kein Thema. Und meine hochschwangere Frau ist sogar auch dabei, die hilft mir beim Schleppen, ja. Ich trage alle eigentlich hinten im Kofferraum. Was machst du am Feierabend? Im Feierabend, ja, was mache ich da? Da baue ich mir einfach wirklich ein. Ja, so richtig krass derbe, ja, und richtig geil, ja, yeah. Das macht voll Bock, weißt du, ich bin halt so ein Drogenopfer, ja, White Widow oder Haze, gehe ich kurz nach Holland, ja, hol mir da ein paar Kilos soweit, schnüff das rein, Alter, und Bombe ziehe ich mir da hin durch soweit, ja, ich und Jeremy und John und Sigmund, die teilen mein Hobby und meine Frau kifft im schwangeren Alter natürlich auch mit und ich unterstütze das, ja, ich finde es echt Bombe soweit, ja, der ganze Rauch im Raum voll geil und alle packen wir uns dann und haben richtig Gay-Sex, Alter, ja, richtig geil, ja, ja.